ist der Kurs Best Practice Medieninformatik im Zyklus 2. Der ZMDU-Input vom 9.05.2022. Meine Ziele, ich habe mir jetzt ein bisschen überlegt, was ich überhaupt so ein bisschen als Ziel soll nehmen von diesem Input. Und mein Hauptziel ist eigentlich das Unterste, so ein bisschen, dass man die Angst vor dem Ausprobieren verliert. Und ich möchte das ein bisschen erreichen, indem ich euch Ideen für den Unterricht ein bisschen geben will. Vielleicht kennt ihr einige Ideen schon, dann ist es ja gut. Vielleicht kommt ihr Lust über, etwas selber auch zu umsetzen. Ich möchte euch auch ein paar Tools für den Unterricht mitgeben oder vorstellen, so wie ich es so ein bisschen erlebt habe, ein bisschen erzählen, wie ich es im Unterricht einsetze. Vielleicht auch ein bisschen Vorteil, Nachteil, dass ihr ein bisschen eine Ahnung habt. Und eben das Hauptziel von mir ist, so ein bisschen die Angst vor dem Ausprobieren verlieren, für die, die noch nicht so viel ausprobiert haben. Oder sich noch nicht so getraut haben. Falls Fragen sind, ich habe nichts dagegen, wenn ihr zwischendrin euch meldet. Ich sehe jetzt aber das Fenster nicht vom Chat. Das müsste dann der Andi dann halt einfach schnell rein sagen. Halt, stopp, es hat eine Frage. Damit ich dann die Person dran oder der Andi die Person dran. Ist das gut für dich, Andi? Gut. Also. Der Inhalt vom heutigen Input, ich werde euch die Sachen ein bisschen geben, konkrete Unterrichtsideen und auch gerade die Verlinkung zum Lehrplan 21. Das ist immer so eine Sache, manchmal weiss man, hat man eine Idee, aber weiss nicht genau, ja, wo verorte ich jetzt das. Ich werde einfach gerade konkret Kompetenzen dazu geben. Dann einige Tools für Unterricht, die ich sehr praktisch finde. Und am Schluss noch eine kurze und sehr subjektive Materialzusammenstellung, die ich gut finde, wo man Informationen im Internet finden kann. Es soll nicht abschließend sein. Also ich sage nicht, es ist alles vollständig. Es gibt noch viel, viel mehr. Fangen wir mal mit den Medien an. So die zwei Bilder, das eine Bild mit der Katze, das habe ich schon als Video gesehen auf YouTube. Der Kreis hat ja ganz viel coole Sachen rum, so die 10 kuriosesten Tiere, die man kennen sollte oder was auch immer. Und Medien sind ja so eine Sache auch mit den Bildern, was da alles so ein bisschen kursiert. Und das könnte man sehr gut auch als Aufhänger im Unterricht brauchen. Ist es das wahr oder nicht? Oder mal so ein Video anschauen, ja, das ein bisschen anschauen auf Fake-Bilder untersuchen. Aber dann schlussendlich probieren auch solche Bilder herzustellen selber, um den Kindern zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Einfach die zwei als so ein Aufhänger. Jetzt zur ersten Kompetenz habe ich jetzt nichts konkret gerade so gehabt, aber zur zweiten Kompetenz mit dem Beitrag entschlüsseln oder reflektieren oder nutzen. Und da ist jetzt eben da die Fake News. Ich habe hier das Beispiel, ich habe zwei verschiedene Beispiele. Das eine ist das, wo man den Hintergrund einfach mal zeichnet. Und die Kinder überlegen sich eine Pose überlegen und dann tun wir das alles im Paint.net dann zusammensetzen mit den verschiedenen Ebenen. Da sehen wir natürlich, dass es nicht echt ist, dass die Kinder nicht echt in diesem Bild drin sind. Aber es zeigt mir gleich, wie einfach das eigentlich gemacht werden kann, in etwas hineinsetzen. Hier auf der Seite habe ich einfach geschrieben, wie ich so ein bisschen vorgegangen bin, damit ihr so eine kurze Anleitung hättet, wenn ihr das auch mal wollt, selber machen wollt. Dort muss man sich einfach ein bisschen noch informieren, wie man das mit den Ebenen arbeitet, wie man den Zauberstab beim Paint.net benutzt, damit der Hintergrund transparent wird. Sonst funktioniert es nicht so gut. Eine analoge Version wäre es, Fotos ausschneiden und draufkleben. Aber das ist, um das geht es ja dann in diesem Moment nicht, wenn man eigentlich über die Fake-Bilder schwätzen und schauen, wie das überhaupt funktionieren kann. Das ist jetzt Beispiel Foti und Zeichnung. Jetzt gibt es ein Collage mit Foti und Foti. Die drei Beispiele habe ich auch in der Klasse gemacht. Und dort das Minecraft-Bild, das ist wirklich zusammengesetzt aus dem Hintergrund, aus einem
separaten Hintergrund und die zwei Mannsgöckli sind auch separat gewesen, plus das Schwert ist auch noch dazu gekommen. Also das sind wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Einzelstücke gewesen, die dann die Kinder zusammengesetzt haben. Und wenn jetzt das Schwert nicht wäre, dann könnte man eigentlich das anschauen, als wenn es ein echtes Bild so könnte sein von einem Minecraft-Video. Habe ich jetzt das Gefühl. Dann rechts mit der Katze und mit der Schwanzflosse. Der Fisch ist auch dazu gekommen, der ist nicht schon gewesen. Das sieht schon ein bisschen echter aus natürlich als die gezeichneten Bilder. Und auf der linken Seite hat das Kind ganz viele verschiedene Sachen probiert, so einzufügen. Es sind ein bisschen Spassbilder jetzt halt geworden auch, aber es ist das Ausprobieren. Erstens mit dem Programm und zweitens auch zum Schauen, wie echt kann es eigentlich dann wirken. Wichtig ist da noch zu sagen, bei diesen Bildern, wenn man will, den Hintergrund transparent machen, dass er eine einheitliche Hintergrundfarbe hat. Das wird sonst schwierig. Das muss man mit dem Gummi im Programm innen den Hintergrund mühsam auch wegretuschieren. Und wenn es jetzt eine einheitliche Farbe hat, weiß oder schwarz oder sonst irgendetwas, dann geht es einfach einfacher. Wer schon mal gemacht hat, weiß, wo ich rede. Ich werde jetzt aber nicht ins Paint dort eine Einführung geben, sondern mir so einfach die Idee vorstellen. Etwas anderes ist auch, um die Medien können nutzen, zum Beispiel fotografieren. Da haben die Kinder sich selber in verschiedenen Posen fotografiert, haben dann die ausgeschnitten, die Fotos oder die Kopien dann von den Fotos und dann haben sie sich selber können ein Bild zusammenstellen, haben dann Kind ausgewählt mit der Pose, eine Komposition gemacht, was sie dann auch Medienkompetenz ist. Der Hintergrund passend zu der Farbe ausgewählt, die kann man dann mit Vordergrund und Hintergrund schaffen und auch die Bildkomposition drin. Was wirkt überhaupt? Welche Farben wirken miteinander? Das ist auch Medienarbeit jetzt im Bildbereich. Und da kommt jetzt noch Kunst rein, wo man dann den Keith Haring ein Bild nachstellt. Dann zu der dritten Kompetenz bei den Medien ist das Plakat. Das ist also ein gängiges Präsentationsmittel. Alle kennen das, alle machen das und es ist eigentlich super, weil man dort sehr viel daran lernen kann mit den Kindern und ihnen weitergeben. Was wirkt gut? Welche Bilder passen überhaupt? Da passende Bilder suchen. Ich mache das viel in der Freiarbeit auch, dass sie wirklich gute Bilder finden müssen. Auf der Größe her, auch von der Auflösung her. Es muss nachher wirken auf dem Plakat. Wenn es zu klein ist, dann wirkt es nicht und dann ist es nicht gut ausgewählt. Dort kann man wirklich gut mit diesen Sachen arbeiten. Lesbarkeit vom Text, was gehört alles eigentlich so ein bisschen drauf. Auf dem Link unten, dort habe ich das Beispiel gefunden, dort hat es noch andere Beispiele und sie hätten auch gerade so wie eine Plakatanleitung. Was gehört eigentlich gut auf das Plakat drauf? Oder was macht ein gutes Plakat eigentlich aus, wenn man selber noch nicht eine eigene Meinung hat, was da drauf wird gehören? Dann auch zur gleichen Kompetenz, eine andere Präsentationsart, jetzt im PowerPoint inne. Auch das lernen kennen, auch das als zum Veröffentlichen von einer Arbeit, von einer Präsentation können nutzen. Und dort hat genau also die ähnlichen Kriterien wie beim Plakat, außer dass da jetzt noch der Übergang dazu kommt. Was ist jetzt eigentlich gut bei einer PowerPoint und was nicht? Was wirkt nicht? Was ist too much? Oder was ist noch in Ordnung? Das muss halt jeder dann selber ein bisschen ein Kriterienraster durchgeben oder dem Kind halt sagen, wie er es gerne würde wollen. Dann zu der vierten Kompetenz, Medien interaktiv nutzen, kommunizieren und kooperieren. Dort brauche ich sehr viele Teams. Hat mir sehr gut in der Pandemie, also Pandemie, Corona-Zeit, im Lockdown geholfen. Ich tue ihnen, wie ihr unten seht, Links zum Beispiel dort reinstellen, wo sie dann daheim weiter können üben. Dann haben sie gerade den Link. Sie kommen ins Team rein. Wir arbeiten auch mit dem.
Ich tue zum Teil auch Links, wenn ich viele Links habe zu einem Thema und sie müssten im Unterricht da die Links schauen, tue ich es einfach gerade so dann auch rein. Oder für die, die krank sind, dass sie die nachschauen können. Ich habe bei mir jetzt in meiner Klasse innen zwei verschiedene Kanäle eingerichtet. Der eine Kanal ist der Unterrichtskanal, dort tue ich Sachen reinstellen, wo die Kinder nicht können, Sachen veröffentlichen, nur kommentieren. Und dann habe ich noch einen Spasskanal und dort können sie miteinander chatten, die können sie auch Videokonferenzen machen miteinander oder auch Sachen reinschreiben, so wie man jetzt auf der rechten Seite sieht. Da schaue ich am Anfang sehr gut miteinander, was sind eigentlich so die Regeln vom Chatten. Und ich schaue ab und zu immer wieder mal ein bisschen rein. Sind die Regeln eingehalten? Wie redet sie miteinander? Wie schreiben sie miteinander? Sind sie höflich? Oder auch von der Zeit her, ich habe dort so eine Zeitlimite. Ich habe den Kindern gesagt, später als um 8 Uhr zu oben werde ich nicht mehr mit ihnen sehen. Dann müsst ihr nicht mehr online sein, aber nicht mehr im Teams. Das ist meine Regel. Und auf das schaue ich so ein bisschen. Und wenn es irgendwie einen Fall gibt, dann würde ich das mit dem Kind oder mit diesen Kind dann anschauen. Im Teamsinn könnten sie mir auch Mails schicken oder aufladen oder dann auch per Mail. Das ist einerlei, je nachdem, was man als Lehrperson lieber hat. In Freiarbeit brauchen sie Bilder, wo sie eben auf Plakat kleben wollen, wenn es nicht digital verwendet wird. Und damit ich nicht mit dem Stick muss hingehen und das vom PC oben runterziehen, müssen sie mailen lernen. Sie haben ja bei uns alle ein Mail oder eine Mailadresse. Und dann lernen sie gerade mailen mit dem Anhang und auch von der Datei her, wie sie das mir schicken. Und das schaue ich immer am Anfang an. Ich habe selber auch eine Anleitung gemacht für Kinder, die ich ihnen geben könnte, damit ich nicht immer das wieder erklären muss, wie sie mailen müssen. Also ich arbeite viel auch mit Anleitungen. Ich erkläre es zuerst mit Anleitung zusammen. Und nachher können sie sich anhand von der Anleitung selber dann das noch einmal nachlesen oder mit einem anderen Kind zusammen sich Hilfe holen und das erarbeiten. Teams ist natürlich auch super, wenn ein Kind krank ist, nicht so fest krank ist oder einfach daheim muss bleiben und dann kann man es zuschalten zum Unterricht. Ja, das ist so ein bisschen das für die interaktive Nutzung, kommunizieren und kooperieren, was ich so ein bisschen brauche. Jetzt zum Teil Informatik, da gibt es ja nur 3 Kompetenzen, so. Bei den Medien haben wir 4 gehabt. Da ist ja bei der ersten Kompetenz die Umweltdaten strukturieren, darstellen und auswerten. Und da gibt es so viele verschiedene Sachen, wo, wenn ihr diese Sachen seht, kommt euch vielleicht sprachstarke Sinn, zum Beispiel Wörter sortieren Maschinen, wo man dort ja eh braucht bei den Wortarten. Es gibt auch ein Schriften oder Keimschriften, Einheiten, sprachstarke 4 und so weiter. Daten strukturieren oder darstellen brauche ich viel auch im NMG, wenn wir zum Beispiel Wetter haben und das Wetterprotokoll schreiben und dann schauen wir mal, machen das lineares Diagramm, wo dann schaut, wie viel Regen haben wir gehabt oder wie viel Sonne oder wie groß ist die Temperatur gewesen, also wie hoch ist die Temperatur gewesen. Solche Sachen kann man sehr gut so ein bisschen brauchen. Jetzt habe ich gesehen, jemand hat aufgestreckt. Du musst noch anschalten, ja, wieder. Ja, der Marco hat gefragt, ob du die Anleitung vom Teams, also die, weißt, mit dem Speicher und so, wo du aber mit den Schülern hast, ob die allenfalls auch könntest, zur Verfügung stellen, der Gruppe. Also das Mailen. Ich habe Anleitung zum Mailen, wie sie können mailen. Die ist momentan ein bisschen veraltet, weil es Microsoft, also 365, die erste Seite ein bisschen abgeändert hat vom Einloggen her. Und ich weiß nicht, ob die, also ich sage es den Kindern einmal, ihr müsst von denen und dort, von dort auf dieser Seite her starten, ob das euch würde nützen, keine Ahnung. Marco? Ja, das wird mir schon mal nützen, weil. Oh? Ja, ist gut. Hört man mich? Jawohl, ja, genau. Weil manchmal vergisst man ja bei diesen Anleitungen wieder so ein wichtige Schritte. Und dann kann man wie, also höchstens kann man das nicht copy-paste, sondern ist es vielleicht bei uns nur dort wieder ein bisschen anders. Ja. Also ich wäre dir dankbar, aber ich kann verstehen, wenn du sagst, ja, hey, nein,
die ist nicht mehr gerade so up-to-date, das bringt es jetzt gerade nicht. Ich schaue mal, wie fest das ist, oder ich kann es einfach mal so geändert, wenn ihr halt selber schaut, ich kann es quasi ein Word geben und dann könnt ihr es selber anpassen, so wie ihr es auch wollt. Dann müsst ihr halt einen Teil gleich noch selber machen. Also für mich würde das stimmen. Okay, also. Anleitung mailen. Hm? Gut. Ich habe auch noch eine Anleitung gemacht für Kinder, vor allem für freie Arbeit, wegen Bilder abspeichern, wie abspeichern und Bilder nachher bearbeiten. Sie müssen mir eben das Bild in einem Word-Dokument in mailen, nicht das Bild alleine, weil mit dem Bild allein weiss ich nicht, wie gross sie es wollen. Und im Word-Dokument müssen sie es dann so zusammenschneiden oder so gross ziehen, wie sie es dann wollen. Und ich tue es einfach dann nur noch aufmachen und drücken. Und dann nachher habe ich Arbeit gespart und sie haben etwas gelernt. Soll ich das auch noch mitliefern? Also das finde ich ein guter Hinweis, dass du sagst, aha, ich wollte wissen, wie gross das ist. Ja, weil es ist dann schick, dann lernen sie es, aha, Bilder kommen in die Bilderordner und Dokument, das Bild im Dokument, dann ist halt im Dokumentenordner. Und dann müssen wir das anhängen beim Mail, dann schicken sie mir meistens das Bild und dann ist das irgendwie munzig klein oder ist es riesengroß und dann zieht ihr das an und schaut, wie gross willst du das haben? So habe ich keine Ahnung, wie gross ich das muss kopieren. Also so die Anleitung zum Bilder abspeichern und einfügen ins Word-Dokument mit zuschneiden und so weiter. Auch gerade Mandy den ja, schicken. Merci. Ich lege die Dokumente auch dort ab, wo ihr jetzt euch einloggen könnt für den Semi-Blog. Also kommt die Präsentation, komme ich wahrscheinlich über, nehme ich jetzt mal an. Ja, ich nehme an, dass ja. Und das Dokument tue ich dann einfach sinnvoll, entweder am Schluss von der Präsentation angliedern oder sonst tue ich die separat dazu ab. Gut. Okay. Danke. Also dann wieder zurück zu den Daten. Ja, die Datenstrukturen, die kann man sehr gut eigentlich im NMG in verschiedenen Themen kann man die einsetzen. In Mathe kommen die auch vor. Also das wird einen Weg irgendwie behandelt, die Daten darstellen. Also bei mir jetzt, ich probiere das immer irgendwie einzubauen. Und Keimschriften sind im Sprachstarken 4 oder 3, ich glaube 4 drin und Wörter sortieren wahrscheinlich sowieso. Gut. Zu der Codierung. Und nachher noch ein kleines Beispiel. Da können wir, habe ich es jetzt nicht hier drin genommen, aber ich habe es nachher drin genommen. So. Dann zum Programmieren so eigentlich, so Programm schreiben oder Programm umsetzen, Problemstellung analysieren, Lösungen finden. Da gibt es mal die verschiedenen Varianten, die ich für mich so ein bisschen zurechtgelegt habe. Also schon nur eine Faltanleitung ist schon das Programm. Auch eine selber machen, ist natürlich auch eine Stufe schwieriger. Fachanleitung, das Programm, Scratch kennt ihr sicher, Bluebot ist etwas, wo ich jetzt hier rechts auch noch gerade selber die Bluebot-Karte selber gemacht, selber zusammengestellt, selber designt, das habe ich nicht kopiert, das habe ich alles selber gemacht. Sogar die Pfeile habe ich selber designt, also noch gemacht. Ja, die kann ich sonst auch zur Verfügung stellen. Das ist einfach für den Bluebot. Da gibt es ganz verschiedene Levels, wo man den Kindern geben kann, wo sie dann unten in diesem schmalen Streifen könnt ihre Programmierung mal von Hand mit vielen eintragen oder jemand anderem einen Auftrag geben und dann müssen sie das eingeben und dann noch schauen, ob das überhaupt in diesen Fahrt Bluebot wunder müsste. Klar müssen sie da Bluebot je nachdem haben und einen Plan, damit man es auch wirklich analog auch machen kann und nicht nur im Kopf. Das kann durchdenken. Level 1 ist das Einfachste. Nachher geht es zum Beispiel so weiter. Okay, wenn die eine Pfeiltaste nicht funktioniert, zum Beispiel Vorwärts-Pfeiltaste, was machst du denn? Willst du auch dort hin? Oder musst du Hindernisse umfahren oder musst du gewisse Sachen einsammeln oder einen Line-Dance machen mit verschiedenen, mit mehreren Bluebots und so weiter. Thymia habe ich jetzt hier noch nicht reingenommen, aber das ist einfach auch eine andere Art von Roboter, die wir auch noch haben bei uns. Vielleicht haben gewisse den Osobot, den ich jetzt bei uns nicht habe. Mit dem habe ich weniger Erfahrung. Aber all das kann man eigentlich so ein bisschen machen, wenn man programmiert.
Und die haben sicher auch schon Hefte gesehen oder Lehrmittel, Informatik angeplagt, wo man eigentlich gar keine Roboter oder Programmieren angeplagt, wo man gar keine Roboter braucht, wo man einfach ohne etwas und ohne PC kann auch programmieren. Vielleicht könnt ihr noch in den Chat hineinschreiben, ob ihr das auch, ob ihr die Levelkarten auch wollt. Wenn jemand sagt ja, dann gebe ich es ihm Andi auch und sonst lasse ich die weg. Schreibe es einfach in den Chat hinein. Dann so die Funktionsweise. Das ist so umfassend. Ich habe mir das mal für den Eltern oben auch überlegt, wo wir das ganz am Anfang vorgestellt haben mit Informatik. Was ist das eigentlich, dass sie sich etwas darunter vorstellen können? Also ein bisschen, ja, wie funktioniert überhaupt ein Computer? Das kann man mit der Wörtersortiermaschine, je nachdem, dem Kind auch so ein bisschen zeigen. Da gibt es auch ganz andere Unterrichtseinheiten zu diesem Thema. Dann, wie werden die Daten gespeichert? Da lernt es bei mir eben bei der Freiarbeit, in welchen Ordner gehört was rein. Wo finde ich meine Daten? Wenn sie es halt dann falsch abgespeichert haben, dann finden sie es nicht mehr. Das lernen sie dann auch gerade. Dann müssen sie es halt dann noch einmal suchen und abspeichern. Suchmaschine, wie funktioniert die? Textverarbeitung, das haben wir mit dem Typewriter ja eigentlich. Und all das kann man so ein bisschen brauchen im Unterricht, nicht als einzelnes Fach, sondern wirklich integriert. Also das ist etwas, wo ich wirklich nur integriert arbeite. Also Typewriter, klar, die üben es, aber dann noch, wenn sie das Handout mitmachen, dann ist das Bild einfügen oder Text schreiben am PC, Bilder zuschneiden, eine Audioaufnahme machen, zum Beispiel, wenn sie einen Film machen, beim Movie Maker oder bei PowerPoint, eine Aufnahme machen dazu und so weiter. Dann zu der dritten Kompetenz. Dort habe ich jetzt zu der Datenverarbeitung oder so ein bisschen das Konzept. Da habe ich eine kleine Einheit gemacht zu den Pixelbildern und die Idee habe ich genommen von der PH Schweiz Seite. Ich habe dort den Link drinnen, Informatik, Didaktik, Pixelbilder. Ich habe es einfach für mich adaptiert und ein bisschen abgeändert und einfach so das rausgenommen, was ich für mich gut gefunden habe. Ich habe dem Kind zuerst das Video gezeigt, den Kurzfilm von Fragt Fred, wo es also eigentlich um Pixel geht. Da sieht man so einen Film, der verpixelt ist oder wo es dann ganz scharf ist, wo man es eben dann gut sieht mit eben vielen Pixeln oder wenn es eben wenig Pixel hat. Die Kinder haben nachher einen Auftrag bekommen. Ich zeige es euch schnell in der nächsten Seite. Das steht hier einfach die Anleitung, aber das Bild ist auf der anderen Seite. Sie haben hier einen Auftrag bekommen. Sie haben in das Feld rein, das ist ein Arbeitsblatt, das hier zweiseitig, das ist so, sieht es auf der PH Schweiz Seite aus, von dieser Seite habe ich so ein bisschen die Idee geklaut. Sie haben müssen sich ein einfaches Logo auswählen und in das Feld rein mal zeichnen. Einfach mal ganz einfach ein Smiley oder einen Tannenbaum oder ein einfaches Auto oder irgendetwas, etwas Einfaches. Und dann haben sie das Gleiche, darum hier der rote Stift noch einmal, mit Bleistift einfach müssen hier rein zeichnen, ins grosse Rasterbild. Und nur dort, wo der rote Strich eigentlich durchgeht, oder jetzt bei meinem roten Strich, das Feld wird nachher schwarz angemalt. Das ist dann das Pixel, das ausgemalt wird. Da haben wir ausgerechnet, wie viele Pixel hat eigentlich das Bild. Das ist jedes einzelne Datenteil, das dann kommt. Also habe ich das Ihnen ein bisschen gezeigt. Dann haben wir auf der Rückseite mit mehr Pixel das Gleiche noch einmal gemacht. Und dort ist dann sieht man das Smiley schon viel besser. Es ist weniger grob. Das haben sie nachher auch gesagt, das haben sie erkannt. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viele Pixel das hat. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, ja, für jedes Feld hat der Computer eigentlich eine Zahl, wo es ist. Also 0 und 1 kennt der Computer eigentlich grundsätzlich. Dann sind wir auf das gekommen. Wenn sie da innen müssen, die Programmierung hineinschreiben, so mit 0 und mit 1. Ich hoffe, ich habe es da unten richtig hingeschrieben. Wenn nicht, dann verzeiht mir. Eigentlich ist es darum gegangen, dass man dann einfach das hier in 0 und 1 dann sieht. Das Gleiche haben wir dann hier gemacht, aber nicht mit so vielen Zielen, mit 21 Zielen, sondern wir haben einfach die ersten 7 haben wir dann reingeschrieben. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geschwätzt, wie viele Pixel, die es hier hat,
wie viele Fältchen, jedes Feld braucht Platz auf dem Computer und braucht Speicherplatz. 1 Pixelbit ist das, glaube ich. Und dann nachher ist dann das Fazit, wenn es viel Pixel braucht, das Bild, dann nachher braucht es mehr Speicherplatz. Aber es ist genauer gezeichnet. Also das, die Relation haben sie dann gemacht und so haben sie es ein bisschen gezeigt. Weiterführend könnte man noch machen, da unten mit dem farbigen Pixelbild, wo sie sich eigentlich dann könnten etwas so machen. So weit bin ich dann aber nicht gegangen. Es hat nicht gelangt mit dem. Aber das wäre quasi wie eine weiterführende Einheit dann noch mit dem Farbcode, wo dann immer 2 Zahlen oder 2 Ziffern in 1 Feld reingeschrieben wird. Für einen Farbcode. Das einmal als Idee für Datengröße, Datenspeichergröße so. Das habe ich im Zeichnen gemacht. Wenn ihr das auch noch wollt, die zwei, also das Arbeitsblatt vorne hinten, dann müsst ihr schreibt das auch noch rein. Und viel Glück zum Gehen. Ich frage den Angie am Schluss, wer sich für was alles gewollt hat. Bis jetzt ist alles gewünscht. Ist alles gewünscht? Okay, ja. Muss mir am Schluss dann alles. Ja, oh, ich muss mir das schon aufschreiben. Pixelbild. Kann ich sonst noch etwas? 3 Sachen bis jetzt, oder? Mailanleitung, Bild, Speicheranleitung, Pixelbild, gut. Und sonst gesehen ist es dann. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, und zwar zu der Sammlung von praktischen Tools. Das sind so 3 Beispiele mal eines von dem, wo ich im Unterricht einsetze. Und ich kann euch so ein bisschen sagen, wie ich die so einsetze. Und je nachdem, andere neue Idee kommt ihr von mir jetzt rüber, oder vielleicht braucht ihr es auch schon. QR-Codes, das finde ich eine super Erfindung. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Früher, wo wir das noch nicht so hatten, mussten die Kinder bei mir jetzt den URL-Code mühsam abschreiben. Ich habe da die Wandtafel geschrieben, sie mussten dann abschreiben. Dort haben wir Teams auch noch nicht wirklich gebraucht gehabt. Das war vor ein paar Jahren noch, vor dem Lockdown. Und dann ist es ewig gegangen, weil sie immer Fehler gemacht haben beim Abschreiben. Sie haben eine Lücke gemacht, sie haben irgendwie Buchstaben vergessen oder das Slash falsch gemacht und so weiter. Jetzt mit dem QR-Code ist es für mich jetzt so gäbig und die Kinder sind sie so gewöhnt, dass es im Ruckzuck geht das und sie sind das super am Anwenden. Ich habe übrigens hier oben immer den QR-Code von dieser Seite ist auch noch gerade drauf. Das heisst, wenn ihr den wollt, dann habt ihr eigentlich den Link auch noch gerade, wo dann das aufgeht. Ich habe lange gesucht, bis ich einen guten QR-Code-Reader gefunden habe, den ich auf unsere Windows-Geräte tun konnte. Und ich habe eine Welle ohne Werbung. Und ich habe hier den QR-Scanner Plus habe ich gefunden, den ich gut finde, der einfach zu bedienen ist und wo wirklich keine Werbung drauf ist. Die anderen habe ich selber blöd gefunden. Jetzt mit dem QR-Code-Generator, DE, Achtung, DE, nicht CHCH gibt es auch, aber es macht dann kein QR-Code, das ist eine Firma. Mit DE könnt ihr die URL hier rein kopieren und dann generiert es gerade einen QR-Code, könnt ihr den downloaden und dann wird er als JPEG-Datei abgeladen. Jawohl, Hand hoch. Ja, gehört mir. Jawohl. Ui, ein Echo. Genau, ich habe mich gefragt, ich habe im Lockdown auch mit QR-Code geschafft, aber dann gemerkt, dass das nur funktioniert mit Geräten, die so einen QR-Code lesen können. Und zum Beispiel unsere Schüler-Laptops, die haben diese Funktion, glaube ich, nicht. Wie arbeitet es denn mit so URLs, die von dir bekommen? Was haben die für Geräte? Auch Windows-Geräte? Die HP, wo ja, die Kantone empfehlen? HP Elite Book oder so. Elite Book. Ja. Also wir haben auch die HP Books, die der Kanton uns empfiehlt. Und eben, ich habe dann den QR-Scanner Plus die App einfach abgeladen. Die App. Aha, der kann das Gerät in sich, kann so einen Code scannen. Ja, wenn eine Kamera oben ist, ja. Und ich habe ja auch, also wir haben auch so, den Deckel kann so umklappen, dann hast du es wie ein Tablet. Wie ein Tablet. Genau. Okay, merci für den Tipp, ja. Und dann können Sie das fetteln und dann geht es. Aber mit dem geht es eben gut. Okay. Und das können Sie, haben gesagt, dann können Sie mit den Lupe und dann können Sie den QR-Scanner eingeben und dann kommt eigentlich schon das QR-Scanner Plus und dann machen Sie das. Perfekt. Das machen Sie souverän. Ja. Die QR-Codes
Bilder, also die JPEG-Datei mit dem QR-Code, tue ich zum Teil auch in ein Arbeitsblatt rein, wenn ich dort will, dass sie Filme schauen müssen auf YouTube. Zum Beispiel haben wir da über einen Löwenzahn, haben sie einen Film schauen und dann Fragen beantworten. Dann habe ich gerade den QR-Code auf das Arbeitsblatt da. Sie haben den können scannen und dann haben sie Fragen auf dem Arbeitsblatt gehabt und dann nachher haben sie die beantwortet, nachdem sie den Film geschaut haben. Oder zum Teil hänge ich den QR-Code auch im Zimmer auf und dann gehen sie dort hin und dann fotografieren sie dort und dann funktioniert es einwandfrei. Und es funktioniert so gut, dass sogar Unterstufen-Lehrpersonen so begeistert sind von dem, weil eben die Unterstufenkinder keinen URL-Code eingeben müssen, sondern einfach das können füttern und dann geht der richtige Link am richtigen Ort auf. Ich finde es genial. Nur zu empfehlen. Dann Kahoot habe ich früher immer so viel gehört, auch in der Weiterbildung, und dachte, ja, das ist wieder so eine Spielerei. Aber ich habe das dann aufs Mal auch probiert, so ein bisschen im Unterricht einzusetzen. Und hauptsächlich momentan brauche ich es entweder im NMG oder also am meisten brauche ich es in der Mathe, weil das am einfachsten für mich auch gute Quiz zu erstellen. Und seit ich das brauche und die Quiz am Machen mit dem 1x1, übe die 1x1. Das ist wahnsinnig, das hat so einen grossen Lerneffekt gegeben. Sie haben unbedingt wollen im Kahoot gut sein, auf die ersten Ränge kommen und haben so einen Wettbewerb gegeneinander gehabt, dass sie aufs Mal Hausaufgaben gemacht haben und das 1x1 geübt haben. Das haben sie vorher nicht so gemacht. Und darum kann ich das nur empfehlen. Ich mache manchmal auch zur Repetition von einem NMG-Thema, mache ich ein Kahoot. Das geht auch ein bisschen länger zum Erstellen wie jetzt ein Rechen-Kahoot. Aber es lohnt sich auch. Da könnt ihr es auch daheim je nachdem machen, mich auch einstellen. Bei der Gratis-Version können jetzt 50 Teilnehmer mit dem Link, den man freischaltet, auch von daheim aus das Quiz dann immer wieder üben. Also ist vielseitig einsetzbar. Die, die es noch nicht kennen, so sieht es jetzt bei mir aus. Jetzt beim Blitzrechnen, 7 plus 9 und so weiter, da müssen Sie die Tasten nachher drücken, also Farbe. Man muss sagen, wir brauchen einen Beamer im Schulzimmer. Weil das, was hier drauf ist, was ihr seht, das ist das, was der Beamer anzeigt. Und die Kinder haben nur die 4-farbigen Felder, aber ohne Zahlen. Also die Kinder haben dann nicht das, was wir jetzt hier sehen. Das heisst, eben, ihr braucht einen Beamer für das. Den Classroom Screen brauche ich auch immer mehr. Bei den Tests vor allem auch, dass sie die Zeitangabe haben oder wenn ich einen Arbeitsauftrag gebe, Gruppenarbeit, dann ist alles gerade drauf. Wenn es zu laut ist, dann tue ich auch je nachdem mal den Sound das Glöckchen einstellen und dann können sie, wenn es nicht lärmt oder Alarm schlägt, kommen sie Buchstaben bei mir über, zum Beispiel so eine Belohnungsbuchstabe als Klassenbelohnung. Wir können hier auch gerade wieder sehen, QR-Codes einfügen, wo sie dann gerade so abfotteln können, wie gut das auf der Leinwand dann abfotteln kann werden. Das habe ich selber noch nicht so gut ausprobiert. Praktikanten haben es im Praktikum viel am Anfang, am Morgen verwendet, damit die Kinder gerade gewusst haben, was sie nachher noch machen, wie sie starten oder den Tagesablauf so transparent gemacht, dass es ist viel einsetzbar. Man kann viel machen ohne Account. Ich habe keinen Account bei dem. Mit Account könnte man noch Random-Gruppen erstellen oder den Screen jetzt das hier zum Beispiel speichern und wieder benutzen. Aber für mich reicht eigentlich der Free-Account. Reicht für mich eigentlich die freie Version. Das andere brauche ich nicht. Dann Learning View, das habe ich auch einmal bei einer Weiterbildung kennengelernt und ich habe es dann gerade bei meiner Klasse ausprobiert, bei der 4. Klasse zum Beispiel. Ich habe hier einen Matheplan erstellt, jetzt bei dem, das ist jetzt ein Beispiel, so beim Orientieren im Millionenraum war, ist der eine Plan, den ich gemacht habe, zusammengestellt und dann einen anderen Plan gemacht, mal und durch im Millionenraum. Also eben, man sieht es im 4. Klässler. Und ich finde es eigentlich gut, Learning View, aber jetzt für meine Stufe, weil ich nicht 1 zu 1 gerät habe, nicht so gut umsetzbar. Weil im Unterricht
bräuchten die Kinder wirklich immer den Laptop, dann, wenn sie am Matheplan arbeiten. Und dann kann ich nicht gleichzeitig mit den Drittklässlern auch noch am Matheplan arbeiten oder an der Mathe arbeiten, sondern dann müssen die etwas anderes machen. Weil sie müssen am PC noch schauen, was für einen Aufbau das sie haben. Da unten, das ist dann quasi jetzt der Plan von dem da. Repetition mal und durch. Sind das die einzelnen Aufgaben, die es sind? Und wenn man jetzt diese Aufgabe aufmachen würde, dann sehe ich, dass zum Beispiel so aus, dass hier der Auftrag ist, also ich brauche keinen analogen Plan mehr. Voraussetzung ist natürlich, wenn man Mathe-Hause gibt dann für einen Mathe-Plan, dass die Kinder zu Hause auch einen PC haben, wo sie auf diesen Plan Zugriff haben. Das ist ein Nachteil. Ein super guter Vorteil ist eigentlich, man kann die Pläne, die man gemacht hat, bei anderen Klassen wiederverwenden. Man kann sie auch teilen, man kann auch andere Lehrpersonen dazu nehmen, also meine Tieflehrperson zum Beispiel. Und ich habe eine super gute Übersicht über die Klasse. Ich kann jedem Kind einen individuellen Plan zusammenstellen. Ich kann Aufgaben einzeln freigeben. Das finde ich mega. Ich kann die Lösungen auch gerade rein tun, je nachdem. Ich kann die Lösungen im gegebenen Fall freigeben, wenn es denn notwendig ist. Ich kann einen zweiten, weiteren Teil, also Teilaufgaben, freischalten. Also es ist sehr benutzerfreundlich für die Lehrperson selber. Aber jedes Kind braucht einen Laptop. Das ist so ein Nachteil. Wenn wir jetzt... Also ich habe es eigentlich kennengelernt an einer Weiterbildung, wo eine Franz-Lehrperson das mir vorgestellt hat. Und sie hat die Pläne gemacht als Franz-Lehrperson in der 5.-6., wo dann halt die gleichen Pläne an verschiedenen Klassen können oder so benutzen und bei jeder Klasse individuell können zusammenstellen oder freischalten. Was natürlich sehr gäbig ist. Die geht natürlich. Bei uns werden jetzt in der 5.-6. haben sie 1:1 Geräte. Das wäre jetzt quasi so ein bisschen Vorteil-Nachteil-Abwägung zum Learning View. Es hat viele Vorteile, aber der Nachteil bei meiner Klasse jetzt, oder bei meiner Stufe überwiegt jetzt, weil man nicht 1:1 hat. Ich tue es da nicht, ich habe vieles vorher schon gesagt. Ihr könnt dann das Handout runterladen und ganz genauer nachlesen, wenn ihr genauer wissen wollt. Learning Apps, das kennen wahrscheinlich die meisten. Es hat dort seit kurzem, oder noch nicht so lange her, hat es eine neue Funktion gegeben, wo man Kollektionen kann, zur Verfügung stellen kann für die Klasse selber. Ich habe das jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil mit dem QR-Code kann ich einzelne Learning-Apps-Übungen selber schon einfach so ganz einfach verlinken. Und dann brauche ich eigentlich gar keine Kollektionen mehr, wenn ich die QR-Codes dahinter gebe. Dann kommen sie genau auf die Übung, die sie eigentlich wo ich kommen möchte, dass sie die machen. Also Kollektionen, die Funktion habe ich jetzt noch nie für mich jetzt gebraucht. Man kann aber gut Klasse erfassen und eigene Aufgaben erstellen oder erfinden oder abändern. Das finde ich cool. Man kann etwas brauchen oder sagen, gut, diese Aufgabenstellung möchte ich und eine eigene auf diese Art ganz einfach erstellen. Das hat es vorher schon gegeben. Und das finde ich genial. Also man kann es sehr gut anpassen. Anton kennen wahrscheinlich auch einige. Das brauche ich auch sehr viel jetzt bei der Mathe, weil es hat viele Bildmöglichkeiten, die man jetzt hier unten sieht. Das ist jetzt eine Aufgabe zum Thema Symmetrien, wo ich sonst mega viel Bildmaterial müsste zusammensuchen. Und so ist das eigentlich rum. Und dann können Sie diese Symmetrien in Anton üben. Was ich muss sagen, man muss einen Account machen, aber es ist kostenlos. Der Account darum, weil man dann eine Klasse erfassen kann und jedem Kind dann ein Login erstellen kann. Man kann individuelle Gruppen erstellen, also ich kann eine ILZ-Gruppe, wo andere Übungen dann drin haben und ich da andere Übungen zur Verfügung stellen, wie bei der Regelklasse oder bei der grösseren Gruppe. Dann. Ich kann Übungen auslesen und dann die dieser Gruppe anpinnen, dann sind nur die ich dann auslese, sind dann drauf. Für die, die nicht gut lesen können, hat es eine Vorlesefunktion. Das seht ihr hier so mit diesen Lautsprechern.
es liest immer vor, dass sie eigentlich das nicht selber lesen müssen. Es hat auch ganz, ganz zu vielen anderen Fächern hat es Übungen. Englisch machen sie auch gerne, weil Klett ist manchmal ein bisschen kompliziert. Es geht von der 1. bis zur 9. Klasse rauf. Wirklich. Es ist sehr umfangreich. Meine Kinder machen es sehr gerne, weil sie Münzen können für das Belohnungssystem dort innen gewinnen und dann mit diesen Münzen die können sie dann verspielen. Ich sage einfach, im Unterricht wird nicht gespielt, das könnt ihr daheim in der Freizeit machen. Ich sehe dann auch, wenn das welches Kind drinnen war, wie lange das drinnen war und welche Aufgabe das gemacht hat. Das kann ich mit dem Gratis-Account auch machen. Es gibt auch noch einen kostenpflichtigen, wo man dann noch weitere Klassenübersichtsfunktionen hat, wo ich jetzt aber komme eigentlich gut zu Schlag ohne. Denn was ich viel im Bereich Sprache auch brauche, oder wo man auch Musik brauchen kann, sind die EasySpeak-Mikrofone. Die beim Andi, je nachdem, beim Netzwerk sind oder solche ICT-Leute haben, die im Netzwerk dabei sind, die haben sicher, dass beim Andi auch schon gehört, vielleicht. Ich mache viel mit den Kindern, dass sie mit dem Mikrofon ins Dorf gehen und Interviews müssen machen. Leute müssen interviewen, das machen sie mega gerne. Wir üben aber die Interviews vorher gut üben und sie sind mega aufgeregt, aber sie sind so gespannt, denn das auch zu hören. Die EasySpeak-Mikrofone sind ganz einfach zu handhaben. Das sind zwei Versionen. Die rechts sind ein bisschen älter, die links sind ein bisschen neuer. Und Kind, das kann man schon vom Kindergarten eigentlich sehr gut einsetzen. Die Kollegin tut es einsetzen auch für mündliche Tests, zum Beispiel, dass es eine Aufgabe gibt und die Kinder müssen sich dann selber aufnehmen. Zum Beispiel Englisch-Speaking nimmt sie so auf. Das Vorlesen, Vorlesenoten, dann tun sich die Kinder von mir so aufnehmen und ich kann dann das ablassen und dann das mehrmals hören und Noten machen zum Beispiel. Die Kinder könnten dann so mit dem den Vortrag üben, sich anlassen und dann merken sie gerade, oh, das ist gar nicht gut, das muss ich anders machen. Also sie können sich dann eigentlich verbessern durch das. Und es ist eigentlich gut, es hat hier einen USB-Anschluss, es hat auch ein Kabel, wo man dann kann mit dem Computer verbinden und dann auf einen PC nehmen, also für die Lehrperson dann auch. Nur zu empfehlen. Finde ich mega cool. Dann Bluebots oder Thymios, das sind die Roboter, die wir jetzt bei uns an der Schule auch haben. Die kann man auch beim Zembi ausleihen. Also die EasySpeak-Mikrofone haben ihr ja, glaube ich, auch Andi bei euch. Kann man dann ausleihen und also mieten. Haben die nicht mehr. Ist das nur beim Mediencenter? Das der PH? Sentimat. Wir haben sie da unten, ja. Also wir haben keine von uns. Also ich glaube nicht, dass wir die ausleihen kann. Okay. Also Thymio auch nicht und Bluebots auch nicht? Thymio und Bluebots kann ich. Aber das Mikrofon nicht? Nein, ich tue den Ausleihlink auf den Chat. Okay, super. Ich habe hier jetzt in unserer Schule auch schon Weiterbildungen gemacht zu den Bluebots, vor allem auch die verschiedenen oder die unterschiedlicheren Umgang nicht nur im Bereich Programmieren oder dass man das Gefühl hat, oh, es ist einfach nur immer Informatik, wenn man den Bluebot braucht. Nein, das ist nicht der Fall. Man kann den in der Sprache brauchen, zum Beispiel im Englisch, wenn man die Richtungsangaben hat. Manuela, die kann das Lied singen, die hat das vorher schon gemacht. Wo die Kinder dann sich gegenseitig Befehl geben auf Englisch und dann müssen das andere Kind zum Beispiel das beim Bluebot eingeben und dann kommt es auf einen Rasterplan und dann schauen sie, wo der hinfährt, wo sie zum Beispiel die Bäckerei finden oder zum Metzger fahren und so weiter. Im Französisch natürlich auch dasselbe. In der Unterstufe könnte man es auch anders brauchen oder bei den DATS-Kind mit den Farben, man hat Bilder unter der Matte und man sagt, fahr dort zu den blauen Blumen und dann muss es programmieren und dort hinfahren zum Beispiel. Es wird natürlich logisch denken wird geübt, Hauptgeometrie, sich es vorstellen jetzt vor allem mit dem Bluebot, weil man das auf dem Plan dann anders sieht. Mit Informatik, also Informatik, Problemlösen wird da viel abdeckt und beim Thymen natürlich dann auch oder beim Scratch dann, wenn man wie man mit Scratch macht, Schleifen programmieren und so weiter, kann man dort das Programmieren noch reinnehmen.
Dann der Movie Maker, der war ja beim Kantonsimage bis jetzt immer auch drauf gewesen, die das Kantonsimage auf ihren PCs drauf haben. Da können wir selber einen Film machen. Das war mal ganz, ganz einfacher gewesen, wo wir einfach so spasshalber mal gemacht haben in der Ausbildung. Wo man Fotos machen kann, das ist jetzt ein Stop-Motion, wo man einfach etwas für die Figuren dann verändert und dann immer wieder ein Foto macht, das zusammenstellt und dann halt abspielt. Und dann kann man Sound dazu tun, Text dazu tun, dazu reden, Geschichte erfinden, was auch immer. Den Movie Maker brauche ich auch oft als weitere Präsentationsform für Kinder, wenn sie nicht das Plakat machen in der Freiarbeit oder sonst, dass sie sich das hier filmen. So Zusammenstellung. Wir suchen meistens eigentlich den Bilder suchen aus dem Internet, passend zu ihrem Thema, passenden Text oder Stichwort einfügen, Musik hinterlegen, Übergänge machen, Effekt einfügen und dann nachher können sie das dann ablassen. Und einige machen nachher dann noch ein Quiz über ihr Film, um zu schauen, ob die Kinder gut aufgepasst haben. Bei der 5.6. würde ich da jetzt, wenn ich jetzt 5.6. würde geben, am Schluss noch reinnehmen, wegen der richtigen Quellenangabe. Das wäre jetzt ein weiterer Punkt. Nehme ich jetzt bei meinen noch nicht rein, das geht jetzt noch zu weit. Aber bei der 5.6. wäre das sicher etwas, was ich würde reinnehmen würde, wenn ich 5.6. würde geben. Dass sie am Schluss müssen eine richtige Quellenangabe machen, dass sie das würden lernen, von wo haben sie die Bilder, wo haben sie die Musik her. Bei der Musik Seiten, wo man ja gratis Musik kann verwenden kann. Steht ja meistens, ja, man darf es abladen, aber bitte du den Link noch rein, von wo du die Musik hast. Und das wäre dann etwas, was ich dann hinten dran könnte einfügen. So ein Abspann. Dann Legevideos. Da ist nachher der Andi dran, aber warte noch, gell? Legevideos, das ist ein Teil von meiner COS-Arbeit, wo aber sehr, sehr viel eigentlich geübt werden kann mit den Kindern, wo sie sehr viel lernen. Ich habe zwei verschiedene Arten gemacht. Jetzt unsere Link, wir haben es vorher probiert. Die Links hier, wenn ich sie abspiele, gehört ihr nicht. Und darum hat jetzt der Andi hier runtergezogen. Und es funktioniert momentan einfach der erste, aber dass ihr einen kleinen Eindruck nachher überkommt. Ich habe beim ersten Beispiel, das ihr nachher seht, eine ganz, ganz einfache Variante gemacht. Ich zeige euch nachher noch Bilder, wo wir einfach Tische ein bisschen auseinandergeschoben haben. Ich habe die Dachlatte hier, das Tablet oben drauf und die Kinder haben am Boden ihre Texte und Bilder reingeschoben und dann dazu erzählt. Dann haben wir beim zweiten Beispiel, wo wir jetzt noch nichts anbieten werden, hat eine Säcklehrperson bei uns einen Legevideotisch selber gebastelt. Ich kann das Foto nachher auch noch zeigen, wo wir bei uns können auslehnen können, untereinander. Aber der ist auch nicht so schwierig zu basteln, wenn jetzt jemand das als Idee brauchen und in den Schulen nachher basteln ist, dürfen wir machen. Andere Varianten zum Aufnehmen, Visualizer haben wir, wo ja auch eine Aufnahmefunktion hat. Und das Ganze mit den Legevideos, das fördert eigentlich die visuelle mediale Fähigkeit, also Bilder, aussagekräftige Bilder verwenden. Das muss man natürlich mit den Kindern anschauen, gross genug auch, dass man es sieht. Sprachliche Fähigkeiten, sie müssen schwätzen, sie können es ein paar Mal üben und dann die beste Version dann noch nehmen, also sie tun sie aufnehmen. Soziale Fähigkeiten, Zusammenschaffen, Kritikfähigkeit. Wir haben nämlich auch Rückmeldungen gegeben zu ihren Legevideos. Und dann beim zweiten Mal haben sie die Kritik eigentlich probiert zu verbessern und umzusetzen. Und Text zusammenfassen, das, was sie eigentlich erzählen wollen. Sie können nicht einen riesen Text dann abonnieren, sondern sie müssen Stichwörter machen und dann das dann erzählen in ihren eigenen Worten, dass man es auch versteht. So, und jetzt Andi, das erste Beispiel, eines, das meine Kinder gemacht haben, vor etwa 3 Jahren, 4, 5, 4 Jahren. Kalberkrieg ist ein Krieg, wo man nicht mit echten Waffen kämpft. Dafür bedroht man einander. Man will immer besser sein als der andere. Der Kalte Krieg entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide Länder probierten so viel wie möglich europäische Staaten zu sich beziehen. So entstanden zwei Blöcke, der Westblock und der Ostblock.
Darum wird der Kalte Krieg auch Ost-West-Konflikt genannt. Der Kalte Krieg fand zwischen UdSSR und USA. Der Kalte Krieg war im 20. Jahrhundert. Das wäre so die erste Variante, die ich mit den Kindern gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch, wie das so ausgesehen hat. Mal schauen, ob ihr das da so. Jetzt hat der Mies wieder gesehen. He? Stimmt das, Andi? Gut. Die verbesserte Variante, nachdem wir eigentlich Rückmeldungen gegeben haben, gesammelt es halt nicht, aber es spielt auch keine Rolle. Die Kinder haben sich einfach schon verbessert. Das hier, das erste Bild, das ist quasi die erste Variante. Wir haben zwei Tische genommen, die Dachlatte, das draufklebt. Man muss hier sagen, bitte nicht mit normalem Klebband, weil das gibt Rückstände auf dem Bildschirm. Das ist so ein spezielles Klebband, das ohne Rückstand eigentlich zu entfernen ist. Und sie haben hier wirklich am Boden, das war jetzt genau das mit dem Kalten Krieg, haben sie hier unten gelegt. Die zwei Bilder hier, das wäre jetzt der Legevideo-Tisch, wo jemand gebastelt hat, mit zwei alten Nachttischlämpchen das Gestell gemacht und hier abgeklebt, wo quasi dann die Aufnahmefunktion ist, oder der Bildschirm eigentlich dort, wo man dann Sachen verschieben kann. Der Vorteil von dem, dass man es auf den Tisch stellen und ganz gemütlich am Tisch hocken und dann das in die Zettel reinschieben. Man kann natürlich nicht nur so machen, man kann auch mit Stabfiguren ein Legevideo machen, Sachen erklären mit diesen Schaschlik-Spiessli. Man kann Geschichten erzählen, Figuren zeichnen und dann Geschichten erzählen. Man kann dann das aufnehmen. Es könnte eine Vorführung sein am Elternabend. Das gibt es ganz viele Sachen. Und das ist vom Kindergarten an ist das sehr gut umsetzbar. Wie gesagt, ich habe das mit den Kindern gemacht. Wir haben uns gegenseitig, wir haben alle Videos angeschaut. Wir haben die auch, jedes Kind hat, jede Gruppe hat dann eine Rückmeldung gegeben für jede Gruppe. Und wir haben auf die Kriterien so ein bisschen geschaut. Und nachdem sie dann die Rückmeldung bekommen haben, haben wir dann mit dem nächsten Block nochmal ein Video gemacht in der freien Arbeit. Und dann haben sie probiert, eigentlich ihre Fehler oder da, wo nicht so gut gelaufen ist, zu verbessern. Das wären so Kompetenzstufen, die ich so für meine CS-Arbeit auch gesammelt habe. Wer es interessiert, kann es selber dann lesen. Das wird eigentlich alles so ein bisschen abdeckt, dass man sieht, MI wird abdeckt und Deutsch wird grosse Teile jetzt bei dem abdeckt, was ich gemacht habe. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Gut. Letzte Folie. Das ist jetzt der dritte Teil, so ein bisschen, gute Seiten oder Seiten, die ich viel brauche. Und als oberstes ist der Zembi-Block drauf. Ich möchte hier nicht einschmeicheln, sondern ich finde es wirklich gut, weil es auch Unterrichtseinheiten drauf hat. Es hat eine gute Zusammenstellung ja eigentlich drauf. Wer es noch nicht gesehen hat, geht unbedingt dort mal drauf. Zu jedem Zyklus, man kann es anklicken, jede Kompetenz vom Lehrplan-Zyklus anklicken und dann hat man eigentlich gerade so Beispiel, was man könnte im Unterricht zu diesem Bereich machen könnte. Da haben ganz viele Ideen dort auch. Zum anderen hat es beim Zembi-Block dort auf dieser Seite auch noch viele andere Unterrichtstools, die vorgestellt werden, die ich jetzt hier nicht drin habe. Die ich auch selber schon gesehen habe und dachte, ah, das könnte ich auch mal eins brauchen oder mal reinschnuppern. Dann die MIA for You, also Medieninformatik und Anwendung ist das MIA, ist auch eine gute Seite mit Beispiel Digital Pro. Das ist der Beat Küng, der BH-Dozent ist, der ganz viele Anleitungen dort auch drauf hat, zum Beispiel, wie tun wir richtig fotografieren oder was ist dort zu beachten oder auch zum Moviemaker, zum Filmmachen. Dort habe ich auch einige Anleitungen abgezogen und auch schon gebraucht im Unterricht. Dann das von den Pixelbildern, das ist, ich habe jetzt einfach die Seite drauf von der PA Schweiz. Wenn ihr dort ein bisschen zurückgeht, dann habt ihr sicher auch noch andere Beispiele, die man gut im Unterricht umsetzen kann. Beim Winterleben hat sie auch schon Unterrichtseinheiten. Also meine Favoritenliste nimmt immer gegen Abend ein bisschen ab. Oben sind so ein bisschen die Favoriten.
Beim Interleben muss man schauen, was ist gut umsetzbar mit der eigenen Klasse. Das hat aber schon Ideen drauf, die man je nachdem nicht so unbedingt machen muss, aber wo man kann die Idee nehmen und ein bisschen adaptieren auf die eigene Klasse. Und dann, weil ich die Person kenne und Medio Bar mache, das ist die Mediothek in Bar. Sie ist dort Mediothekin, oder wie sagt man der? Sie ist Bibliothekarin in der Mediothek, die nicht nur Bücher hat, sondern wo auch noch ganz viele andere Sachen hat. Aber sie hat auf ihrem Blog auch immer ganz viele tolle Anleitungen, zum Beispiel auch zu Buchtrailer hat sie das schon gemacht mit Klassen. Und Informationen hat sie immer auch immer gute drauf. Vielleicht schnuppert ihr mal irgendjemand rein, lustet euch etwas. Ja. Ich hoffe, ich habe meine Ziele, die ich am Anfang gezeigt habe, können übermitteln. Jetzt so wieder zurückkommen. Ich hoffe, ich habe euch können gerecht werden oder eure Erwartungen können so ein bisschen erfüllen oder ja. Und danke euch fürs Dasein.